Danke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, Afghanistan, das wird bei uns in unserer Fraktion, wie ja auch in der Sondersitzung des Deutschen Bundestages, das Thema sein, das wir schwerpunktmäßig besprechen und beraten werden. Wir sehen, wie vermutlich wir alle die dortige Situation mit ganz großer Besorgnis und Bestürzung. Den Soldatinnen und Soldaten unseres Landes, die dort seit Tagen Übermenschliches leisten, gebührt unser aller Dank. Heute gibt es einen Sondergipfel der G7, wie Sie wissen. Von dort muss ein klares Signal ausgehen. Der Westen muss Verantwortung übernehmen für die Menschen, die sich auf ihn, die sich auf den globalen Westen verlassen haben. Das sind wir diesen Menschen schuldig. Konkret heißt das, dass nichts unversucht gelassen werden darf, um auch über den 31. August hinaus zu evakuieren. Wir müssen zudem die Gelder für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen aufstocken. Und hier sind auch die Vereinigten Staaten von Amerika an ihre Mitverantwortung zu erinnern. Geografisch mögen die USA weit entfernt sein. Politisch sind sie unmittelbar mit einbezogen aufgrund der Art und Weise, wie sie das Land verlassen haben. Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Maas haben ja sich zu ihrer politischen Verantwortung bekannt. Das reicht allerdings nicht aus. Es reicht nicht, nur politische Verantwortlichkeiten zu benennen. Es müssen daraus auch Schlüsse gezogen werden. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, jedenfalls in die Amtsführung der beiden Minister, ist aus unserer Sicht nachhaltig beschädigt. Klar ist, mit dem Ende der Evakuierungsmission muss eine vollumfängliche Aufklärung über die Entscheidungen bzw. die Nichtentscheidungen beginnen. Denn die Bundesregierung hat bei der Evakuierung der Ortskräfte kläglich versagt. Auch im Vergleich zu anderen Nationen hat Deutschland als die Nation, die zweitgrößter Truppensteller war, versagt. Und das muss aufgeklärt werden. Wir haben ja als Fraktion der Freien Demokraten bereits vor Monaten hier im Bundestag ein unbürokratisches Aufnahmeverfahren für die Ortskräfte angemahnt. Das wurde seinerzeit abgelehnt. All das muss in der nächsten Legislaturperiode auf den Tisch, muss transparent gemacht werden. Wir sprechen uns für einen Untersuchungsausschuss aus, damit wir auch die Möglichkeit haben, beispielsweise Zeugen zu vernehmen und Akten einzusehen. Das zweite Thema ist fraglos unverändert die Corona-Pandemie. Endlich verabschiedet sich die Bundesregierung von der Inzidenz als dem einzigen Maßstab zur Bewertung der Pandemiesituation. Das war längst überfällig. Richtig, dass das nun passiert, aber mit der Abschaffung der Inzidenz als Indikator allein ist es nicht getan. Wir brauchen ja eine Alternative. Nur die Hospitalisierung jetzt wieder in den Blick zu nehmen, ist ebenfalls aus unserer Sicht fachlich nicht angemessen. Über die Hospitalisierung hinaus müssen wir auch etwa Impfquoten oder die Positivquote von Tests mit einbeziehen, damit wir tatsächlich ein Instrumentarium haben, das idealerweise Deutschland einheitlich eingesetzt wird, um vor Ort dann jeweils die angemessenen Maßnahmen treffen zu können. Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass es im Herbst nicht zu einem neuen Lockdown kommt. Ich habe schon vor einigen Wochen für die FDP ja eine politische Garantie eingefordert, dass es nicht zu neuen pauschalen Freiheitseinschränkungen kommt. Das betrifft die Geimpften und Genesenen. Das umfasst aber auch die noch nicht oder dauerhaft nicht Geimpften. Auch diese müssen die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gegebenenfalls unter Auflagen, gegebenenfalls mit der Vorlage eines negativen Tests. Aber es muss möglich sein, auch für die Ungeimpften, es gibt ja Millionen Menschen, die sich gar nicht impfen lassen können, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die sogenannte 2G-Regel betrachten wir auch unter rechtlichen Gesichtspunkten mit großer Distanz.
denn damit verbunden ist ja so etwas wie eine indirekte Impfpflicht und eine solche lehnen wir ab. Der Charakter der Pandemie hat sich verändert, also muss sich auch der Charakter der Pandemiepolitik ändern, weg von pauschalen Maßnahmen und Eingriffen in die Bürgerrechte für alle, hin zur Stärkung der individuellen Verantwortung auch für die eigene Gesundheit. Das geht in einer zunehmend geimpften Gesellschaft und zumal dann, wenn auch zuverlässigere Tests zur Verfügung stehen. Der Fortschritt beim Impfen und die Veränderung der Pandemie machen es möglich, dass die Regierung ihre Sonderbefugnisse an den Deutschen Bundestag zurückgeben kann. Der Gesundheitsnotstand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite muss deshalb beendet werden. Wir haben dem Parlament dazu einen Antrag vorgelegt, der den Weg zurück in die Normalität des Verhältnisses zwischen Parlament und Regierung beschreibt und zugleich Planungs- und Rechtssicherheit garantiert. Eine Reihe von rechtlichen Regeln müssen ja angepasst werden, wenn die epidemische Lage von nationaler Tragweite beendet sein wird. Und dazu machen wir ganz konkrete Vorschläge, die wir hier im Parlament auch zur Abstimmung stellen. Heute haben uns auch aktuelle Zahlen erreicht zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Situation des Bundeshaushaltes. Der Bundeshaushalt steckt tief im Minus und die deutsche Wirtschaft hat nicht den Jumpstart wie andere Volkswirtschaften auf der Welt. Und das besorgt uns sehr. Die Möglichkeit zu einem Comeback der deutschen Wirtschaft besteht, aber dafür brauchen wir die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Abgesehen von den Pandemiekosten zeigt sich, wie wenig Herr Scholz noch als Bundesminister der Finanzen agiert. Es gibt keine Initiativen von ihm, die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Als Kanzlerkandidat ist er nur unterwegs mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger. Gezielte Initiativen für eine Stärkung des Wachstums, für Investitionen in den Aufschwung oder Vorschläge, wie man die öffentlichen Finanzen wieder unter Kontrolle bringen kann, bedauerlicherweise Fehlanzeige. Die Union fährt in diesen Fragen Schlangenlinien. Man weiß inzwischen nicht mehr, welcher Idee die Finanzpolitik der Union verpflichtet ist. Steuererhöhungen sind nicht ausgeschlossen, von Entlastungen keine Rede mehr. Die Schuldenbremse wird offen in Frage gestellt. Das ist nicht der verlässliche Kurs, den unser Land braucht. Die Union ist in der Finanz-, in der Steuerpolitik, in der Haushaltspolitik auf Kurssuche. Sie wirkt orientierungslos. In der fragilen wirtschaftlichen Situation, in der sich unser Land befindet, ist die Orientierungslosigkeit der Union in der Finanzpolitik eine echte, wie soll ich sagen, Hypothek für den Aufschwung. Wir brauchen jetzt klare, verlässliche Leitplanken für die wirtschaftliche Entwicklung. Wer in Deutschland investiert oder Jobs schaffen will, muss wissen, dass erstens die Steuern nicht erhöht werden und dass zweitens in unserem Land solide gewirtschaftet wird und die Schuldenbremse des Grundgesetzes erhalten bleibt. Alles andere würde Zweifel an der wirtschaftlichen Solidität unseres Landes wecken. Es würde der Verdacht begründet, dass ein wachsender Staatskonsum bei wachsender steuerlicher Belastung droht. Und das wäre das Gegenteil von dem, was unser Land braucht, wenn es in Zukunft investieren will und wenn neue Jobs geschaffen werden sollen. Für uns jedenfalls ist klar, mit der FDP sind und bleiben Steuererhöhungen ausgeschlossen, weniger Ausnahmen beim Plattformkapitalismus à la Google. Und für uns bleibt die Schuldenbremse im Grundgesetz der Ausdruck der Selbstdisziplinierung der Politik in der Gegenwart im Interesse der Zukunft, im Interesse der Rechte unserer Kinder und Enkel. Das waren die drei Themen, die uns voraussichtlich in der Fraktion beschäftigen werden. Was wünschen Sie sich konkret, wie sollte vor allem insbesondere Joe Biden hier interagieren?
alle Gesprächskanäle mit dem leider barbarischen Taliban-Regime müssen offen gehalten werden, um humanitär in dieser Situation etwas für die Menschen zu bewirken. Und die Vereinigten Staaten, die ja noch die militärischen Potenziale haben, sollten ebenfalls ihrer Verantwortung gerecht werden, dass so viele Menschen wie möglich evakuiert werden können. Die USA haben nicht nur eine Verantwortung für die eigenen Staatsangehörigen, nicht nur eine Verantwortung für die eigenen Ortskräfte. Die Vereinigten Staaten tragen auch eine Mitverantwortung für die Staatsangehörigen und Ortskräfte ihrer Verbündeten. Dafür haben wir ja ein gemeinsames Bündnis mit der NATO. Deshalb waren wir ja auch als Koalitionspartner an der Seite der Vereinigten Staaten in Afghanistan. Die SPD hat gegenwärtig eine gewisse Konjunktur. Es ist Olaf Scholz über mehrere Wochen erfolgreich gelungen, Saskia Esken und Kevin Kühnert aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Wie nachhaltig dieses Ansteigen der SPD ist, das wird sich noch zeigen. Wir gehen unverändert davon aus, dass am Ende die Union die Nase vorn haben wird und den Regierungsbildungsauftrag erhält. Aber unabhängig von Umfragen und Wahlergebnissen zählen für uns ja Inhalte. Und SPD und Grüne stehen der Linkspartei näher als der FDP. Und deshalb ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Herr Scholz und Frau Baerbock der FDP ein attraktives Angebot unterbreiten könnten. Herr Scholz hat ja selbst in der Vergangenheit die Gelegenheit gehabt, in einer sozialliberalen Koalition in Hamburg zu regieren. Er hat das damals ausgeschlagen und hat sich bewusst für die Grünen entschieden. Da sieht man auch, wo die Orientierung ist. Nein, ich habe ihn nicht kritisiert. Ach so, das meinen Sie, das habe ich da schon. Ja. Ja, dazu kann ich nur sagen, siehe oben, also auf die neuerliche Frage kommt die Antwort nochmal. Aber zu Olaf Scholz als Finanzminister muss man nochmal sagen, Herr Scholz hat ein gestörtes Verhältnis zu seinem Amt. Er strebt jetzt nach dem Kanzleramt, aber seine Amtsführung als Finanzminister ist keine gute Referenz. Herr Scholz hat zuletzt bei der Frage der Zinsen ein Urteil des Verfassungsgerichtes hinnehmen müssen. Herr Scholz hat vorsätzlich eine enorme Rechtsunsicherheit geschaffen, indem er den Solidaritätszuschlag nicht vollständig abgeschafft hat. Selbst der Bundesrechnungshof hat verfassungsrechtliche Bedenken. Er hinterlässt einen Bundeshaushalt mit Luftbuchungen. Er hinterlässt eine mittelfristige Finanzplanung mit enormen Löchern. Herr Scholz hat von Cum-Ex bis Wirecard auch viel Schaden für den Fiskus wie für Anleger persönlich zu verantworten. Die Amtsführung des Finanzministers Scholz, das ist keine gute Referenz für Höheres. Die Bundeskanzlerin muss zunächst einen Blick nach vorne richten. Was kann jetzt konkret getan werden, um das Leid der Menschen zu lindern, um die Evakuierung von Menschen, die solidarisch mit unserem Land waren, sicherzustellen? Und was kann getan werden, damit Flüchtende sich nicht auf den gefährlichen Weg nach Europa oder Deutschland machen müssen, sondern dass sie in der unmittelbaren Nähe ihrer Heimat eine menschenwürdige Unterbringung finden? Und dann geht es um die Frage der Aufklärung. Da erwarte ich mir von dieser Bundesregierung allerdings nicht mehr zu viel. Das ist eine Aufgabe dann für das Parlament, aufzuklären, was innerhalb der Bundesregierung unter Verantwortung von Frau Merkel, Herrn Maas und Frau Kramp-Karrenbauer passiert ist, wie es zu dieser dramatischen Fehleinschätzung der Lage kam, wie sich die Bundesregierung so hat täuschen können. Können Sie ausschließen, dass Sie eine Koalition bis zum Wahltag ausschließen?
Die FDP wird ja eine Woche vor der Wahl auf einem Sonderparteitag noch einen Wahlaufruf beschließen. Welchen Charakter dieser Wahlaufruf haben wird? Also unsere Koalitionsprüfsteine sind das ja sozusagen. Das kann ich Ihnen zur Stunde noch nicht sagen. Das entscheiden die Führungsgremien der Partei nach der sich dann zeigenden Lage. Und was die Union angeht, man muss die aktuelle Wahlkampftaktik der CDU mit ihrer schwierigen Lage entschuldigen. Wir kennen das aus 2017, da hat die CDU sich auch massiv gegen die FDP gewandt und hat auch dort die abwegigen Ampelspekulationen verbreitet. Das muss man in der Lage, in der die CDU sich sieht, wohl entschuldigen. Ich halte es allerdings für ratsam, jetzt rasch wieder auch zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung zurückzukommen. Ich persönlich glaube, dass die CDU profitieren könnte, wenn sie sich nicht mit der FDP beschäftigt, sondern wenn die CDU klarstellen würde, dass es mit ihr keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse gibt. Ich glaube, das wäre eher ein Beitrag zur Stärkung der eigenen Lage, als sich mit der FDP zu beschäftigen. Aber jeder muss das ja für sich selber beurteilen. Ja. Nein, eine Antwort auf Ihre Frage war, wir werden noch einen Wahlaufruf machen und welchen Charakter er haben wird, das wird die politische Entwicklung und wird die Diskussion bis dahin zeigen. Aber die FDP ist ja die glaubwürdigste von allen Parteien, weil wir haben 2017 unter Beweis gestellt, dass für uns tatsächlich Inhalte und nicht Karrieren zählen. Man kann uns also glauben, wenn wir sagen, dass wir uns an Inhalten orientieren. Und dafür haben wir 2017 ja diese damals mutige Entscheidung als Investition in unsere langfristige Glaubwürdigkeit getroffen. Von dieser Investition in unsere Glaubwürdigkeit profitieren wir ja auch heute. Ja, danke. So, sind wir hier? Wie schön.